Moin Moin und herzlich willkommen heute am Mittwochabend. Ja, mir geht die Ansaat weiter. Ich habe 4 Drillmaschinen habe ich schon am Laufen. Das sind einmal Hopfen, einmal Roggen, einmal Mais und Hafer. So, und mit diesem hier will ich hier jetzt auf der 56 wie heißt das? Zuckerrübenansehen. Genau. Einmal gucken, wo auf der 56 der Startpunkt ist. Startpunkt ist da. Ah ne, da ist der Endpunkt. So, da kann man zum ersten Wegpunkt fahren. Und dann werde ich den gleich selber übernehmen. Werden wir dann vorher nochmal GPS einstellen. Stelle ich mich hier einmal her, um GPS einzustellen. Ach Quatsch. Wie war das denn jetzt nochmal? So. GPS. Wo war das? Alt. So, automatische Breite 15 Meter. Nicht 999. Scheint genau verkehrt rum zu sein. Mir aber jetzt erstmal die Linien anzeigen. Nee, ist doch richtig. Und jetzt mal die nächste Spur. Nee, das ist genau verkehrt. Kann man einmal rüber. Da muss ich hin. Das sind doch jetzt... Hä?
irgendwie. Irgendwas haut da nicht ganz hin. Die sind doch viel zu weit auseinander. Ach, der hat jetzt auch 34 Meter. Das ist auch kein Wunder. Ersatz brauche ich nicht. Mann. Irgendwie komme ich hier nicht so ganz mit klar. So, jetzt passt das. So, jetzt passt das hier auch mit den Spuren. Ja, und die anderen sind alle so eingestellt, dass sie sich über Autodrive automatisch befüllen. Die Düngerfunktion habe ich bei jeder Drillmaschine deaktiviert. Denn Dünger streuen tue ich nachher selber. Ein bisschen was. Muss man ja auch noch nebenbei selber machen. Und jetzt bei dieser Drillmaschine, die düngt hier jetzt direkt. Aber das ist hier auch nicht schlimm. Bei den anderen habe ich sie jedenfalls deaktiviert. Gerade auch bei der großen wird es eh ein bisschen schwierig werden, dass die sich selber befüllt. Hier wird es wahrscheinlich auch noch schwierig. Ich denke mal, mit dem Dünger werde ich hier gar nicht auskommen. Wenn ich so sehe, wie schnell der Dünger da jetzt runterrennt.
Ja, und ansonsten wollen wir mal sehen, was die Saison so bringt. Allein so nachher erdemäßig. Das ist jetzt ja meine zweite Saison. In der ersten Saison hatte ich ja ziemlich Glück, auch was das Wetter anbelangt. Ich weiß gar nicht, wie würde das jetzt eigentlich. Ja, würde mit Cosplay noch nicht mal passen jetzt im Moment, aber wie gesagt, den fahre ich ja selber. Was sagt er denn düngermäßig? Ja. Kilo je Hektar bringt er raus. Das ist schon eine ordentliche Menge. Genau, im Moment mal überlegen, hier den Deich wegzunehmen und die 56 mit an die 17 und 18 ranzusetzen. Aber das, da bin ich mir im Moment noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht mache ich das zur nächsten Saison. Oh, das war fast zu spät.
Aber ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Und ich würde mich über ein Like oder einen Kommentar von euch sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Sag ich mal bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.